Servus, das ist der zweite Teil der Amis Docs und hier geht es heute um Microsoft, Netflix, Nvidia und Tesla. Und vor euch liegen die Microsoft. Ja, wenn ich hier einen Trend ziehe, dann liegt der irgendwie bei 129. Wir haben also noch weit Platz, der liegt dann irgendwo hier. Deswegen ziehe ich den gar nicht. Die Microsoft haben jetzt von den letzten 13 Jahren das erste Mal auf das 38er Retracement korrigiert, 224. Vom Monatschart baut sich hier alles weiter ab. Wir sind immer noch negativ über die Stochastik, weiter negativ über den Trendfolger. Da ist noch nichts Positives. Aber, wenn ich hier so ein bisschen rannehme, wir sind jetzt auch hier, wo ist mein Fadenkreuz? Bei 215 liegt das untere Monatsband. Schauen wir mal, wann wir das, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal gesehen haben. Naja, vielleicht kann man das hier so interpretieren. Das war dann 2011 und natürlich hier in der Lehman-Krise. Es ist also ganz selten, dass Sie das untere Band sehen. Das ist ein Selbstläufer. So, gucken wir mal auf die Woche. Also vom Monat her schon relativ tief, noch ohne positives Signal. Dann haben wir hier die Woche. Das ist die 200-Wochen-Linie, sind wir dran. Das war, glaube ich, bisher nur... Nee, Metastock, das war die 200-Monats-Linie. Ja. Also da, wir haben hier auch eine Unterstützung mit 214 und dann hier das... 38er Fibo, das passt sehr schön hier hinten mit den Highs aus 17.8. oder in der Woche 17.8.2020, dieses ganze Niveau hier. Ja, dran, immer dran, mal drüber, kurz zurück. Also das passt ganz gut hier, die 226. Wir sind von der Woche her noch nicht positiv über die Technik, aber zumindest scheint sie sich hier zu stabilisieren. Mal vergleichen, ja, das ist also auch der tiefste technische Punkt seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren. Das MACD ist noch, sagen wir mal, neutral. Ich sehe das noch nicht, dass sich das bessert. Was mir aber gut gefällt von der letzten Woche, ist raus aus dem Band und wieder rein. Das sind meistens positive Signale. Das gefällt mir eigentlich ganz gut bisher. Groß und Ganzen, also es gefällt mir dahingehend gut, dass ich nicht glaube, dass wir hier noch nennenswert weiter runtergehen. Sehe ich nicht so. Vielleicht mit viel Glück nochmal auf diesen Chartpunkt hier, das ist die 190. Aber so sieht es eigentlich ganz, ganz gesund aus. Mal gucken, was der Tag noch sagt. So, hier, vielleicht guckt ihr euch nochmal die anderen Charts an. Ja? Diese Bewegung hier wurde zwar auch ein bisschen reduziert, aber verglichen mit den anderen Werten relativ wenig. Wir sind hier von 200 und was sind das? 237. Gerade mal runter auf 228, finde ich okay. Wir sind völlig neutral über den Trendfolger und wir haben hier sogar ein Kaufsignal über die Stochastik. Die gefallen mir tatsächlich von den anderen vier genannten Werten, jetzt also hier der fünfte, gefallen die mir jetzt hier mittlerweile am besten, am stabilsten, sogar noch besser als die Apple. Gefällt mir gut. Was haben wir denn hier? Da können wir noch eins mal ziehen, dass wir sagen, okay, zeig mir mal den Trend hier. Wo läge denn der? Wo lege ich die Alarme hin? Also ich will wissen, wenn die unter die 218 gehen. Das ist für mich wichtig. Wo ist der Alarm? Hier, nee. Da. 218. Da lege ich einen hin. Das möchte ich gerne mal doch dann schon mal wissen. Weil dann haben sie noch ein bisschen Platz nach unten. Und wir haben hier die 250 und hier... 243, ja, lege ich 252, weil dann ist dieser Downtrend hier gilt als beendet. 253, da lege ich jetzt die Signale hin. Da kriege ich meinen Funk, das will ich wissen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Sollten die 219 nicht halten, müssen wir mal schauen, wo wäre dann das nächste. Ja, ja, das ist hier schon, das ist eine ganze Menge, was wir hier an Unterstützung haben. Ja, das geht los mit 211. Geht dann rüber über die ja, 200, auch als psychologische Marke. Also gefällt mir eigentlich von denen jetzt wirklich mit am besten, muss ich sagen. Habe ich nicht mehr so viel Angst. Nö. So, hier haben wir jetzt die Netflix. Die waren auch schon ein paar hundert Milliarden Dollar höher. Ich habe die jetzt nur, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wann die an die Börse kamen. Ich habe die jetzt nur vom 1.10.2014. Von den Fibos brauche ich es gar nicht anzulegen, weil das 61er Tracement ist irgendwo hier. Die handeln um die 200-Monats-Linie herum. Ja, die haben ja fett verloren, hier von der 618 runter bis zur 100. Ah, das kann ich gar nicht mal lesen. 156. Das ist fettes Brot. Ja, und haben jetzt hier eine schöne Korrektur.
Die können wir uns mal anschauen, ob da irgendwie was Fibo-mäßiges unterwegs war. Moment, machen wir mal so. Nö, hatte noch Platz bis 324. Das passt auch ganz gut. Ich mache es da wieder weg. Das passt, die 324 passen ganz gut mit diesem ja, Breakthrough-Level. So um die 300. So, warum nicht? Von der Technik her definitiv hier stabilisierend. Haben ja wirklich auch viel verloren, aber jetzt auch ordentlich schon gewonnen. Die waren ja schon im Hoch bei 254. Und hier wird es auch ein bisschen besser. Also Monatschart finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Jetzt machen die, während ich hier auf die Woche gehe, jetzt ändern die das Abonnement, die Abonnementpreise. Also ich habe jetzt 4 verschiedene Berichte gelesen. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ja, muss ich ehrlich sagen. Ich warte mal drauf, dass ich eine Nachricht bekomme von Netflix. Ich habe das also auch. Jetzt hier während der Corona-Zeit war das auch ganz witzig. Aber das zu haben, aber naja, nur wegen Stranger Things oder sowas brauche ich auch kein Netflix. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich bin da überlegen. Aber das mache ich jetzt davon abhängig, wie die jetzt die Preise ändern. Weil seit ich das habe, haben die ja jedes Jahr mal locker von, ich glaube 12, was zahle ich jetzt, 17 Euro da erhöht. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Das ist jetzt die Woche. Ja. Wie gesagt, der Wert hat relativ stark jetzt hier korrigiert. Fast 100 Punkte. Und deswegen ist es für mich auch normal, dass die Wochentechnik jetzt hier ein bisschen runterkommt. Das heißt, heute hier und jetzt darf ich vor dem Hintergrund der Wochentechnik hier und auch über den Trendfolger, darf ich noch nicht long gehen. Darf ich nicht machen. Für einen Short, ja. Aber ich sehe nicht, dass wir nochmal hier diese Tiefpunkte sehen bei 157. Das sehe ich nicht. Ich bin nochmal sehr gespannt, wie sich die Nutzer verhalten werden, wenn jetzt diese Abonnementänderung kommen wird. Ich will es endlich mal schwarz auf weiß lesen, was da sinnvoll ist. Hier sieht man auch nochmal schön den Widerstand bei der 300. Gehen wir auf den Tag. So. Ja, das sind schon Schwankungen hier. Wann war denn das? Das war, ne? Ist nicht ganz, ne? 11 Monate her. Von der Technik her, finde ich, sieht das gar nicht so verkehrt aus. Und die haben ja auch hier am Freitag, ihr erinnert euch vielleicht, fast alle Werte haben hier am Freitag was nachgegeben. Ne? Die Netflix nicht. Und das hängt mit diesen Abozahlen zusammen. Also nicht Abozahlen, sondern mit dem veränderten Abonnentenpreis zusammen. Und das möchte ich gerne erstmal verstehen, was sie da machen. Prinzipiell ist bestimmt nicht, oder ist das für Aktionäre okay, für den Nutzer natürlich nicht so schön. Also wenn mir das zu teuer wird, dann schmeißt es raus. Und dann nutzt es denen auch nichts, wenn sie es erhöhen. Ich habe aber keinen Bock auf Werbung. Und dafür zahle ich ja. Also von hier finde ich es also grundsätzlich noch in Ordnung. Die liegt sogar ganz kurz vor der 200-Tage-Linie. Ich meine, die liegt da am nächsten dran von allen bisher genannten. Hier haben wir dieses fette Gap, hier ist die 300. Das ist also ein Ziel, ein Maximalziel für eine jetzt, wenn sie kommt, bessere Bewegung. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Doch, muss ich sagen, das ist für mich kein Short hier. Auch wenn die Woche schlecht aussieht, finde ich das eigentlich grundsätzlich ganz in Ordnung. Achso, die Zahlen von, was waren das eben, Microsoft, die sind am 28. und die hier, die 27.10. Und hier die Netflix bringen die am 18.10. Das ist am Dienstag. Ja, also da kommt auf jeden Fall noch eine Bewegung rein. Wenn sie zu viel verlieren, sagen wir unter die 200, so Bereich 190 rum, 185, dann wäre ich durchaus bereit, Schnüffelstücke zu machen. So, jetzt kommen wir hier zu Nvidia. Die bringen die Zahlen erst ziemlich spät. Das ist, ich glaube, der 17.11. oder 18.11. Also von den bisher genannten, die alle so zwischen den, naja, ganz übermorgen mit Netflix und der Rest meistens so 26., 27., 10. liegen. Die kommen also erst so in der zweiten Hälfte, Beginn der zweiten Hälfte von November. Das ist der Monatschart. Ich muss sagen, ich kenne eigentlich fast keine Aktien, außer so Third- und Fourth-Liners, die solche ausgeprägten Bänder haben. Das ist überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe Nvidia noch nie gehandelt. Wie dem auch sei, ich kann hier ganz schwer Trends anlegen. Und Fibos helfen mir ja auch nicht so viel weiter. Wir sind immer noch im Fallen begriffen. Da ist noch keine Unterstützung hier, auch nicht über den Oszillator. Und tatsächlich vom Chart her, also eine wirkliche Unterstützung, habe ich erst im Bereich 75. Ja, die sind bei 112. Das untere Band im Moment hier bei 8, was sind das? Das ist 85. Ja, kann eine werden. Also ich kenne mich mit diesem ganzen Chips-Zeug überhaupt nicht aus. Ich habe auch keine Spielebox, also wahrscheinlich kann mein Sohn mir da mehr von erzählen. Aber ich kann das im Moment hier, sehe ich nirgendwo auf Monatssicht eine Unterstützung. Kann ich nichts, ich sehe da gar nichts. Ich glaube, ich bleibe dabei und werde die gar nicht handeln.
Wir sind unter der 200-Wochen-Linie. Ja, ganz klarer Downtrend. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Das heißt, die werden wirklich erst positiv oder dieser Downtrend gilt als überwunden, wenn wir hier den Bereich von 194, das ist weit, weit weg, überboten haben. Wir sind neutral bis leicht negativ über das MACD und immer noch negativ mit einer ganz, ganz geringen Zahl über die Stochastik. Also auf Wochensicht, tja, gehen wir mal auf das, wo ist denn hier? Das ist das Corona-Low. Gucken wir uns das mal an. Ja, das schaue ich ja ganz gerne auch bei den anderen Werten an. Also wir sind auch komplett durch alle Fibos durchgefallen. Als ob die keiner mehr mag. Muss ich wirklich so sagen. Rein vom Chart her, wirklich Trendfolge, immer noch 194, da ändert sich auch erstmal nichts. Wir haben diesen lange gehandelten Bereich hier, den haben wir ja auch unterboten schon. Mit letzter Woche. Nicht schön. Also in keinster Weise vertrauenerweckend. Hier auch wieder das klassische Bild, den Donnerstag ready, dann am Freitag ein bisschen tiefer. Ne? Da hat sich bisher nur Netflix abgehoben und auch die Microsoft war nicht so schlimm. So, was ich jetzt hier auf die Woche sehe, ist ein völlig neutralen Trendfolger, ein leicht positiven, das muss ich mir mal anschauen, ja, ein ganz leicht positives Stochastik. Und also, wenn ich hier drauf schaue, das ist nach wie vor ein ganz klarer Downtrend. Man kann, und da lege ich mir einen Alarm hin, hier dieser Bereich 136, ja, das ist zu weit weg, 146, das sind ja 30 Euro. Nein, ich möchte Bescheid wissen, wenn wir hier über die 136 gehen. Das interessiert mich. 136 lege ich mir in einen Arm. Und, tja, was passiert denn, wenn Sie die 112 nehmen? Mach ich das mal gerade raus. Je, was ist denn das? 112, wir sind jetzt hier. Wir sind also auf einem, naja, 2-Jahres-Low, das geht noch. Aber da habe ich erst so, ja, diesen Bereich hier. Da komme ich auch wieder zu 78, 79. Da ist erstmal nichts. Also wenn sich da nicht einer hinstellt und sagt, finde ich gut und kauft mal für einen Betrag von 2, 3 Milliarden oder sowas, sehe ich jetzt hier nicht, warum die steigen sollten. Habe ich nichts. Nee. Also ist nicht meine Aktie, werde ich nach wie vor nicht handeln. Ich habe jetzt die 136 mal als Alarm, aber da lege ich mir auch keine Schnüffelstücke hin. Das ist mir einfach alles zu wenig. So, Tesla. Das ist wohl auch eine der am meisten gehandelten amerikanischen Aktien hier in Deutschland oder Europa, zusammen mit Nvidia. Ich weiß nicht, ob die Apple so viel gehandelt werden, aber zum Zocken oder zum Traden sind die Nvidia und die Tesla wohl wirklich die bekanntesten. Das ist der Wochenchart. Ich habe irgendwann mal vor 3-4 Jahren den Spruch gebracht, wenn der Elon Musk eine Nachricht schickt und sagt euch, er hat den fliegenden Toaster erfunden, der euren Hund Gassi führt, die E-Mails abruft, die Post besorgt und die Einkäufe macht, dann wird ihm das geglaubt. Dann hängen die Leute an seinen Lippen wie der Skifahrer bei minus 30 Grad mit der Zunge am Lift. Das ist nicht mehr so. Ja, der hat also da seine Credits ganz ordentlich verbraucht. Das kam schon mit diesem ganzen Dogecoin und so. Und das war immer mein Problem bei Tesla. Ich mag den Elon Musk, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde es toll, visionär, hat es umgesetzt, super. Ja. Aber die Tatsache, dass er dann irgendwo in seinem Whirlpool sitzt mit einer seiner Freundinnen, in der linken Hand ein Whisky, in der rechten Hand ein Joint und dann twittert er rum, ja, ich weiß nicht, das hat es mir ziemlich verlitten. Deswegen, ich habe also die Tesla nie gehandelt. Das war mir zu unberechenbar. Jetzt verkauft er viele Autos, überhaupt keine Frage. Die Leute, die ich kenne, die so einen Tesla haben, die sagen halt, wenn der mal kaputt geht, haben wir ein Problem. Dann dauert das meistens 2, 3, 4 Wochen, bis da Teile kommen. Aber das habe ich von Daimler auch gehört. Also hier, da ein Bekannter von mir fährt auch so ein Daimler. Wenn der mal was kaputt ist, kriegt er für 4 Wochen ein anderes Auto. Und sein Mercedes steht nicht so oft in der Garage, muss ich sagen. Oder vielmehr mehr in der Garage beim Händler und wird dann da irgendwie repariert. Gut, Tesla, rein vom Chart her. Irgendwann gab es den Punkt, da haben wir uns alle gewundert, Tesla war mehr wert als, glaube ich, die 5 oder 6 folgenden Autohersteller. VW, Daimler, Toyota, wie sie alle hießen. Das war schon gewaltig. Irgendwo stand immer 1,2 Billionen drauf. Jetzt sind wir bei 600 Milliarden, das ist immer noch viel. Aber ich sehe hier im Chart einen ganz klaren Downtrend, wie gesagt, das ist der Wochenchart, einen ganz klaren Downtrend immer noch und wir unterbieten jetzt gerade eben die letzten Tiefs, die wir hatten. Wann war das hier? Das war im Mai diesen Jahres,
Wir kommen jetzt in diese Zone hier rein und die ist wichtig. Also die sollte doch bitte nicht brechen. Die geht von 177, das kommt hier vom 1.3.21 und wird auch hier hinten vom Chart nochmal bestätigt, bis hoch bis zur 197. Das ist so eine Soft Landing Area. Da sollten sie reinfallen. Ich habe hier noch nichts Positives und gleich im Tag werde ich auch sehen, warum. Vor allen Dingen verglichen mit den anderen 7 Werten, die wir hatten. Wir sind hier weiter negativ, überall negativ, nicht den Hauch einer Unterstützung. Also ich denke, damit kann man warten. Ich werde mir das nächste Mal anschauen, da lege ich mir hier, das mache ich gleich mal, lege ich mir hier einen Alarm rein, so um die 185 rum. Da gucke ich es mir wieder ein bisschen genauer an. Jetzt schaut mal hier, was die am Freitag gemacht haben. Übrigens bringen die Zahlen am Mittwoch, jetzt am Mittwoch. Das ist ein klassischer, ich mache es mal hier in die Mitte, ein klassischer Marubozu, ein Blackbozu, ein Bearish Engulfing Pattern. Ja. Wir umschließen komplett den positiven Dienstag und schließen fast auf dem Tagestief. Also vertrauenserweckend ist das definitiv nicht. Ja, wir haben jetzt hier das obere Band, das dreht jetzt hier so ein bisschen. Das heißt, wahrscheinlich wird dieser Bereich um 208 ein bisschen mehr umkämpft werden. Aber da sie dieses Low hier schon wieder rausgenommen haben, mit Schlusskurs, und auch mit Wochenschlusskurs ist das, also mir ist das noch zu wackelig. Wir sind von der Tagestechnik hier neutral bis ganz, ganz, ganz leicht positiv und hier weiterhin negativ, noch ohne frisches Signal. Also Tesla muss ich, glaube ich, noch nicht haben. Ich möchte gerne wissen, wie sie sich verhalten, wenn sie unter die 200 gehen. Da muss man mal gucken. Mal schauen, was die Zahlen bringen. Ich glaube schon, dass das ganz gute Zahlen werden. Der wird mit Sicherheit auch irgendwelche Lieferprobleme haben. Aber der verkauft ja ordentlich Autos. Nur momentan ist Tesla für mich nicht, da kann die Katie Woods erzählen, was sie will, ist für mich nicht the buy of the year. Also wirklich nicht. Das geht hier immer weiter runter. Das Vertrauen geht einfach raus. Ich hatte hier eine Liste. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich die habe. Ich habe eine Liste gemacht. Ja, genau. Hier. Na komm hier. Da. Das sind die Hauptaktionäre. Und Tesla momentan, ich mache es noch ein bisschen größer, diese Vanguard Group hat, das ist vom, hier, das ist vom Juni, weiß nicht, wie weit sich das jetzt, das ist die neueste, die ich gefunden habe, 6,9%, ich weiß es gar nicht, wie viel Prozent die Katie Woods hat, steht die irgendwo drin hier? Ne, mit ihrem Schaum, ne, ich sehe sie jetzt nicht. BlackRock ist natürlich dabei, aber die müssen das ja auch machen, weil die haben ja diverse ETFs. Der Elon Musk hat, so wie ich es verstanden habe, noch ungefähr 15%. Ich glaube nicht, dass er die gibt, weil er hier die Umfragen gemacht, soll ich geben oder nicht? Und die Leute haben gesagt, ja, mach mal. Und da hat er sie richtig schön am Höchstkurs abgeladen. Ja, war da gut gemacht, muss ich sagen. Also ich finde es nicht positiv. Ich möchte gern sehen, dass die hier in diese Soft Landing Area reingehen und vorher kaufe ich da mal gar nichts. Ich gehe jetzt aber auch nicht short für die paar Dollar hier, das mache ich nicht. Da warte ich eher. Generell, das ist vielleicht das Fazit. Alle Werte gefallen mir nicht so toll. Mit Ausnahme von Microsoft finde ich ganz gut. Und auch Netflix finde ich jetzt relativ gut. Apple ist sehr stabil. Den Rest, dem gebe ich noch zwischen 5 und 10% Platz nach unten. Also ich muss mich jetzt hier nicht, mich irgendwie beeilen und jetzt hier irgendwelche Schnüffelstücke kaufen. Da habe ich grundsätzlich noch Platz. Ja, also das ist noch nicht, diese genannten Charts, die sind jetzt noch nicht so wirklich sauber, außer eben Microsoft und Netflix und Apple. Der Rest ist für mich eher noch mal ein bisschen mit mehr Risiko behaftet. So, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bye, bye.